Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr zur dritten Geschichte dabei seid. Gestern ging es ja um eine Hochzeit. Mhm. Und um was geht's na heute? Heute geht's um einen Gelähmten. Oh, was hast denn das? Ein Gelähmter, das ist einer, der nicht laufen kann. Und das ist damals, als Jesus gelebt hat, ganz schön schwierig. Weil da kann ja nichts arbeiten und es gibt ja auch nicht sowas wie Geld dafür, wenn man nicht arbeitet. Das heißt, er ist völlig abhängig von dem, was seine Familie für ihn tut. Oh weh, oh weh! Der hatte aber 4 gute Freunde. Und die haben jetzt gehört, dass Jesus in die Stadt kommt. Und haben gesagt, hey du, der kann dir bestimmt helfen. Wir bringen dich zu ihm. Und die machen sich wirklich die Mühe und bauen so eine, ja, so eine Bahre, könnte man sagen, hängen den da drauf, nehmen den auf die Schulter und tragen den zu 4 zu dem Haus, wo der Jesus ist. Und das ist bei der Hitze ganz schön anstrengend. Dann ist aber das Problem, da wo der Jesus im Haus ist, da sind so viele Leute, die kommen überhaupt nicht zur Tür rein. Und sind jetzt am Überlegen, wie kriegen wir das denn hin, dass unser Freund zu Jesus kommt? Das ist die einzige Chance, dass dem irgendwie auch geholfen wird. Und wie haben sie das dann gemacht, wenn sie nicht durch die Tür kommen? Die waren ganz schlau, weil damals hatten die noch ganz andere Häuser. Das waren flache Dächer und die konnte man auch relativ gut abdecken. Das heißt, die sind also aufs Dach geklettert, haben ihren Freund da mit raufgeschleppt und haben angefangen, das Dach abzudecken. Und drinnen, da kam dann schon so leicht so ein bisschen die Staubbrösel und die Leute schauen hoch, was ist denn da eigentlich los? Und der Hausbesitzer sagt auch schon, was soll denn das eigentlich, da ein Loch in mein Dach zu machen? Aber die machen trotzdem weiter, weil es geht ja um ihren Freund. Nach und nach wird das Loch also so groß, dass sie den Gelähmten da runterlassen können. Und dann liegt er da mittendrin im Raum vor Jesus. Und die 4 Freunde, die schauen durchs Loch rein, ob das auch alles funktioniert, wie sie sich das überlegt haben. Und der Jesus, der schaut zu den 4 hoch und sagt, ich sehe, euch ist es wirklich wichtig, eurem Freund zu helfen. Und ihr vertraut mir, dass ich helfen kann. Also mache ich das auch. Und er sagt erstmal zu dem Gelähmten, deine Schuld ist dir vergeben. Da wundern sich alle, dafür haben sie den doch nicht hergebracht. Außerdem, wer kann denn schon sagen, deine Schuld ist vergeben? Der Jesus, der merkt natürlich, dass die sich ärgern und sagt, das ist auch wichtig, Schuld vergeben gehört dazu. Aber ich kann natürlich auch noch mehr. Und er sagt dann zu dem Gelähmten, steh auf und geh. Und dann? Der Gelähmte, der fängt so vorsichtig an, die Beine zu bewegen. Und wirklich, der kann jetzt laufen. Der freut sich riesig, der tanzt, soweit er Platz hat, durch den Raum, nimmt diese Bahre, wo sie ihn mit hergetragen haben, sagt ganz, ganz großes Dankeschön, freut sich und geht dann raus aus dem Haus. Hurra! Eine wunderschöne Geschichte. Aber was bedeutet denn das jetzt für mich? Was das für dich bedeutet? Na, du kannst fliegen, du bist nicht gelähmt. Aber manchmal, da fühlt sich's vielleicht so an. Da kommst du morgens überhaupt nicht raus aus dem Bett. Und du hast das Gefühl, irgendwie klappt heute überhaupt nichts. Ja, solche Tage kenne ich. Und dann fühlst du dich wie gelähmt. Und es geht dir oder manchen auch länger so. Dann sind es vielleicht Wochen oder Monate, wo nichts vorwärts geht. Und dann kann der Jesus dir helfen. Dann kannst du mit dem reden. Und es ist so ähnlich, dass du kannst dann vielleicht nicht sofort das, was du gerne hättest. Aber Jesus sagt ja, deine Schuld ist dir vergeben. Das heißt, da geht es auch um das, was in deinem Leben und in deinem Kopf wichtig ist, was da vielleicht schief läuft. Dass du da dann Zeit hast, dir Gedanken zu machen, was du in deinem Leben vielleicht ändern kannst und wie es wieder vorwärts gehen kann. Und ich glaube, dass Jesus da auch dir helfen kann. Weil Jesus auf meinem Weg mit dabei ist. Genau. Voll schön.